Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von Profischnapp.de. Mein Thema heute, die Top 5 der Einrichtungsfehler, die es im Wohnzimmer zu vermeiden gilt. Nun, man kann viele Fehler beim Einrichten machen, aber in meiner über 30-jährigen Erfahrung haben sich 5 Dinge herauskristallisiert, die ich Ihnen jetzt nennen will. Punkt 1, zu voll. Sie stellen Ihren Wohn-Essraum zu voll, zu dicht, zu viele Möbel. Wir haben das hier etwas simuliert mit der Essgrube, die ganz dicht auf einer riesenschönen Jobgrube steht. Was tun? Weniger Stühle, kleinere Garnitur. Die Schönheit der einzelnen Stücke kommt sonst nicht zur Geltung. Punkt Nummer 2, auch sehr wichtig, Fehler Nummer 2. Zu unbequem. Angenommen, Sie sind ein Chiller, ein Launcher und dann kaufen Sie sich so eine Garnitur, weil Ihnen diese Form gefällt. Sie können hier nur richtig drauf sitzen. Launchen, sehr unbequem. Nichts für Sie. Sie haben dann eine Garnitur, wo Sie sich nicht wohlfühlen. Das ist schlecht. Testen Sie ausgiebig im Laden und werden Sie sich vorher klar, was das Richtige für Sie ist. Punkt Nummer 3, und dazu gehe ich hier rüber. Zu zahm. Sie trauen sich nicht, aus einer Farbwelt, aus einer Chose auszubrechen. Alles hier in Grau, Graphit, Grün. Alles gleich, ohne Pep. Warum nicht die Kissen ein bisschen aufpeppen oder mit den Tischen etwas mehr Mut beweisen? Sonst bekommen Sie kein Feeling in Ihr Wohnzimmer. Punkt Nummer 4, genau andersrum. Zu wild. Das haben wir hier simuliert mit Maisgelb und Rot. Farben, die durchaus zusammenpassen, aber zwei große Teile in extremen Farben. Das Ganze wirkt sehr wild. Bleiben Sie ruhiger. Machen Sie die großen Teile in ruhigen Farben und peppen Sie die auf mit Accessoires, Kissen und so weiter. Die dürfen dann etwas bunter sein. Und Typ Nummer 5, der Fehler, zu billig. Nun, das kann ich Ihnen schlecht zeigen, weil wir keine Billigmöbel haben. Aber hier, stellen Sie sich vor, hier steht ein IKEA-Stuhl für 15 Euro. Der würde das ganze Bild, der kann auch von einer anderen Firma sein, nicht von IKEA, der würde das ganze Bild zerstören. Jedes Teil muss eine Form erfahren haben. Schmeißen Sie die Dinge raus, die zu billig wirken. So, und was können Sie tun, um Ihre Einrichtung richtig aufzupeppen? Das zeige ich Ihnen hier, kommen Sie mal mit. Hier an dieser wunderschönen Tommy M Garnitur. Ganz klare Tipps von mir, ausmisten. Weniger ist mehr, wenn es zu voll ist. Sie brauchen keine Sitze für Gäste vom Sofa, keine Sofasitze, sondern Gäste setzen Sie an den Esstisch. Sofa nur für sich selber, dann haben Sie schon mehr Platz gewonnen. Zweitens, zu zahm, zu wild. Bleiben Sie in einer Farbwelt, entweder in der warmen Farbwelt, warme Farbwelt, braun, Sand, die Naturtöne, oder in der kalten Farbwelt, schwarz-weiß mit rot. Ja? Profischnapp.de hat immer über 600 Einzelschnäppchen am Lager für Sie. Ja? Richtig schöne Stücke von Markenherstellern, die man toll kombinieren kann. Wir helfen Ihnen dabei gerne. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und wenn Sie mal unterwegs sind in Süddeutschland, schauen Sie bei uns hier in 72186 Empfingen vorbei, direkt an der Bodensee-Autobahn A81. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.